So, Messer. Heute geht es um Messer. Und zwar habe ich ja versprochen, ich mache mal mit dem Blitzen auch ein bisschen Produktfotografie. Und da ich einen guten Kollegen habe, der eben einen Haufen Messer hat, und ich dachte, Messer sind vielleicht spannender als Kameras zu fotografieren, was ja irgendwie machen wir andauernd, ne? Nehmen wir mal Messer. Und der Ingo ist also jetzt mit einem Haufen Messer gekommen und jetzt machen wir mal verschiedene Setups. Ich fange mal mit einem relativ einfachen an. Zwei Blitze, eine Kamera und es spielt wirklich keine Rolle, welche Kamera. Ich habe auch vor, nachher mal eine Sony RX100 zu nehmen oder mal, das machen wir mal. Wir nehmen mal eine Kompaktkamera gleich noch und machen das gleiche nochmal. Ihr seht, das geht damit auch. Also, was habe ich gemacht? Ich habe hier einen Holzblock, da ist normalerweise ein Sitzkissen drauf. Das heißt, der steht bei mir am Küchentisch, da sitze ich normalerweise drauf. Dann habe ich hier einfach ein bisschen aufgebaut, so ein schönes Messer, eine Flasche Wein dazu, ein bisschen Brot dazu. Und das Messer hat nämlich die Spezialität, dass es hier in der, das ist ein Klappmesser, in der Öffnung, wo man halt reinklappt, ihr seht das auf dem Bild, dass da halt so geschliffene Rillen drin hat. Und die will ich natürlich hervorheben. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe eine große Lichtquelle, das ist in dem Fall die Firefly, hier hingestellt, direkt daneben, sehr nah dran, das sind 30 cm vielleicht, sehr nah, damit ich das Licht kontrollieren kann und damit eben wenig auf den Hintergrund fällt. Im Hintergrund schwarzes Tuch nehmen, schwarze Wand nehmen, in dem Fall ist es meine schwarze Styroporwand. Und ihr wisst, die hat ja so ein bisschen das weiße Durchschimmern, das finde ich eigentlich noch gut, wenn es nicht nur pechschwarz ist. Sonst hätte ich da einen schwarzen Stoffhintergrund genommen. So, kleine Panne. Letzte Zeit habe ich irgendwie ein dauerndes Problem mit dem Sound, relativ ärgerlich. Ich habe also gestern den Film gemacht, als der Ingo da war mit den Messern und hat leider den Sound nicht mit aufgenommen bei allen Teilen. Teil habe ich, aber eben nicht alles. Also, kann ich jetzt nicht sagen, gut gemachter Szenenwechsel, es ändert aber nichts. Die Information kann ich natürlich nochmal wiederholen. Ich habe jetzt einfach nur ein Küchenmesser hier stehen und nicht mehr so ein schönes Messer, wie der Ingo gestern hatte. Was aber prinzipiell an dem Lichtsetup natürlich gar nichts ändert. Außerdem habe ich jetzt statt der Canon mal die Fuji X-T1 genommen. Die habe ich ja noch ein paar Tage. Ich bin noch gar nicht viel dazu gekommen, sie zu benutzen, weil irgendwie so viel um ist im Moment. Und außerdem habe ich ein bisschen Probleme mit dem Objektiv, aber es ist ein neues in der Post. Und von so her werde ich am Wochenende sicherlich mal mit der Fuji X-T1 endlich irgendwas machen. Beziehungsweise jetzt halt schon. Spielt eben für das Setup überhaupt gar keine Rolle. Wir werden gleich sehen, man kann das auch genauso mit einer Kompaktkamera machen. So, was haben wir jetzt hier stehen? Wir haben eben die Firefly. Ich mache den anderen Blitz mal nochmal aus. Das grundsätzliche Setup ist eben sehr, sehr einfach. Ich habe eine Lichtquelle, ihr könnt genauso einen Durchlichtschirm nehmen oder so, spielt keine Rolle. Die Schwierigkeit ist ein bisschen, das Licht zu kontrollieren. Es spielt aber in dem Fall gar nicht so eine Riesenrolle, weil ihr den Hintergrund eigentlich bequem weiter weg machen könnt, wenn ihr wollt. Und je weiter der weg ist, desto einfacher habt ihr das. Also wenn ihr nur einen Schirm habt, dann könnt ihr den genauso nehmen. Ihr müsst dann einfach den Hintergrund relativ weit wegschieben, damit der eben kein Licht abkriegt. Weil der Schirm ja breiter streut als die Softbox. Deswegen habt ihr da ein bisschen dann ein Problem. Ihr könnt das prinzipiell auch komplett ohne machen, aber mit einem nackten Blitz wird das nichts. Das sieht dann doof aus. Was ihr stattdessen machen könnt, ist ein großes Stück Papier nehmen und das hier, wo die Softbox ist, ein Stück Papier hinhalten und da durchblitzen. Das ist dann eine rechte Bastelei, aber prinzipiell geht das. Oder ein Diffusor oder sowas. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber eben für sowas würde ich schon wirklich eine Softbox nehmen wollen. Also, wenn ich jetzt mal ein Bild, ich mache mal jetzt ein Bild. So, hier mal einmal scharf stellen. So, wenn ich jetzt hier ein Bild mache, dann ist es relativ dunkel gehalten. Ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen heller machen, indem ich einfach. ISO ist jetzt auf Low in dem Fall. Ich gehe auf ISO 200. Selbe nochmal. Im Zweifelsfall nicht zu dunkel machen. Achtet drauf, nicht zu dunkel machen. Ja, finde ich besser. Definitiv besser, ja. Ihr könnt es nachher im Lightroom leicht dunkler machen. Ich gehe jetzt hier sogar mal auf. Das haben wir jetzt hier. 320 ist vielleicht ein bisschen viel. 250. Gehen wir auf 250. Dazu habe ich eingestellt Blende 7. Ich bin auf 55 mm und Verschlusszeit ist bei 1/180. Der Blitz ist auf 1/6, nee, auf 1/8, aber er ist sehr, sehr nah dran. Ihr seht das. Das sind ja jetzt bei dem Aufbau Fingerbreite. Ja, also wirklich sehr, sehr nah dran. Deswegen ist das Licht extrem weich und soft. Das ist gut. So kann man eigentlich schon ein sehr einfaches Bild machen. Schönes Produktfoto von dem Messer, das passt jetzt irgendwie dazu. Brötchen, Küchenmesser, Flasche Wein, das passt ja irgendwie immer.
Wenn ihr da jetzt noch ein bisschen den Clou reinbringen wollt, bei dem Klappmesser gestern, da haben wir quasi die Scheide wurde, oder die Rille quasi, wo das Messer reinklappt. Und die wollten wir beleuchten. Dafür haben wir zwar einen Blitz genommen und den Tube, so wie das hier jetzt ist, und haben da einfach reingeblitzt. Mit dem Tube kann man sehr nahe kommen, sehr schwaches Licht, ein 64stel oder sogar ein 128stel, und dann quasi wirklich nur diesen Schlitz beleuchten. Wenn das nicht sauber funktioniert, könnt ihr das natürlich im Photoshop noch ein bisschen die beiden übereinander legen und einfach schneiden. Aber schöner ist es, wenn man das von vornherein macht, das haben wir auch so gemacht. Wir haben zusätzlich einen C2O, Full CTO-Filter drauf gemacht, also einen Gelbfilter, um eben so ein bisschen warmes Licht da reinzubringen, damit eben dieser Schlitz schön warm und angenehm beleuchtet ist. Das muss man natürlich nicht machen, beziehungsweise kann man auch leicht im Lightroom reinmalen. Ich habe jetzt hier eben den Tube dran. Denkt dran, ihr könnt stattdessen auch einfach ein Mauspad nehmen, ein Stück Karton nehmen oder sowas. Ihr müsst jetzt nicht den Rohr-Flashbänder haben. Der liegt so bei 30 Euro, der große. Ist aber super flexibel, praktisch, den benutze ich total viel. Also kann ich grundsätzlich sehr empfehlen. Auch der ist jetzt, ihr seht da sehr nah dran, so Fingerbreite, sehr nah dran, weil dadurch kann ich den besser zielen. Und ich leuchte jetzt quasi den Griff an und das Licht geht dann quasi hier dran vorbei. Es geht jetzt nichts. Ja. Die Frage ist, will ich die Weinflasche beleuchten oder nicht? Jetzt fällt so ein ganz bisschen auf die Weinflasche, das finde ich in dem Fall gut. Geschmacksfrage. Und ich kann den vorne enger machen, dann kriegt die Weinflasche gar nichts mehr ab. Wenn ich jetzt ein Bild mache, Pausenmodus, so, dann gehen jetzt beide Blitze an. Und wir sehen den Unterschied auf dem Griff. Der Griff ist jetzt von beiden Seiten beleuchtet, der ist plastischer, der ist mehr 3D. Was ich sehr viel angenehmer finde. Aber das ist natürlich eine Geschmacksfrage, das muss man nicht machen. Es ist aber eine sehr, sehr gute Übung. Es ist vor allem eine sehr, sehr gute Übung zu sehen, warum so ein Snoot, der Flashbänder, was man damit machen kann, und den einzustellen. Das ist eine Fummelei, das muss man wirklich ausprobieren. Man muss so ein bisschen zielen, ein paar Bilder machen, bis das passt. Aber die Übung dabei, das zu lernen und zu sehen, ich kann sehr gezielt punktuell Licht setzen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Übung. Das möchte ich euch mitgeben. Und das ist eigentlich meine Message mit diesem Video. Nicht, wie fotografiert man Messer, sondern punktuelles Licht setzen und dadurch mit einer Lichtquelle ein Hauptlicht setzen und dann punktuell Lichter dazu setzen. Kann ich das auch mit dem Reflektor machen? Nein, das geht nicht. Einfach deswegen, weil ich so, eben so gezielt punktuell setzen will. Vielleicht geht es mit dem Reflektor, irgendwie ein kleiner Spiegel oder so ein kleiner Handspiegel. Ja, forget it, das ist so eine Bastelei, das würde ich nicht machen. Sondern das ist jetzt ein klassischer Fall, wo ich eben zwei Blitze brauche. Okay? Also wirklich nachbauen. Nimmt irgendwas, ihr könnt, nehmt eine Flasche Wein, es muss ja nicht ein Messer sein, nehmt irgendwas, fotografiert das und versucht mal so gezielt Reflexionen irgendwo hinzusetzen. Eben den Griff jetzt beleuchten oder eben halt die Messerscheide beleuchten. Wir haben gestern verschiedene Messer fotografiert und wir haben immer wieder mit dem Snoot gezielt Licht gesetzt, eben gerade die Klinge. Ja, die Klinge ist ja irgendwie wichtig. Es ist eine Sache, das Messer zu beleuchten und dann soll aber die Klinge reflektieren. Und dann brauche ich ein zweites Licht. Oder muss das erste Licht so mit dem Winkel, denkt dran, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Also wenn sowas wie die Klinge nicht reflektiert, das ist immer eine Frage vom Winkel. Und dann müsst ihr entweder das Messer ein bisschen drehen oder halt die Lichtquelle bewegen. Wenn ihr mich beobachtet, ich habe ja neulich das Samurai-Shooting in dem Parkhaus gemacht, da war genau dasselbe Thema. Der Ingo mit seinen zwei Schwertern, der wollte natürlich, dass die Klinge reflektiert. Und dann haben wir relativ lange gebastelt, bis er halt, er musste dann quasi immer die Dinger drehen, bis wir den richtigen Winkel hatten. Das geht sehr viel einfacher, wenn man Studioblitz hat mit den Einstelllampen. Ihr könnt alternativ auch hier natürlich eine Taschenlampe raufbinden. Dann habt ihr quasi ungefähr den Winkel. Das macht euer Leben ein bisschen einfacher, aber ja, mache ich jetzt nicht. So, das war das. Wir machen jetzt das gleiche Setup gleich nochmal mit der Kompaktkamera. Aber ich habe jetzt nicht die ganze Zeit mitgefilmt, das wird auch irgendwann langweilig, es wiederholt sich auch alles. Was ist auch nicht Thema. Aber was ich euch noch mitgeben möchte, was wir noch gemacht haben, ist, eben ein Messer hingestellt und einfach den Hintergrund blau angeblitzt. Es gibt ja von mir das Tutorial-Video, das ist ja Teil dieser Serie mit dem coolen Computerbild. Genau dasselbe Schema, genau dasselbe Schema. Da hinten, den Blitz quasi jetzt nach hinten gestellt, ohne die Snoot, blauer Filter drauf und einfach die weiße Wand angeleuchtet. Dann haben wir einen blauen Hintergrund. Einfach, dass man das nochmal sieht. Ja? Einfach immer wieder machen sowas. Das wäre ja noch wichtig, immer wieder machen. Und nimmt halt nicht rot, nimmt halt nicht blau, sondern nimmt rot, dann nimmt blau und rot und guckt mal, wie ihr einen Farbverlauf habt oder sowas. Da kann man ja beliebig spielen, wenn man mehrere Blitze hat. Was wir dann noch gemacht haben ist,
dieses Bild sehr dunkel gehalten, so ein Military-Style, so ein militärisch aussehendes Messer. Darunter liegt eine schwarze Jacke von mir. Wir haben dann eben noch, da links ist so eine Taschenlampe im Hintergrund. Da haben wir meine Uhr hingelegt, wir haben noch verschiedene Sachen ausprobiert. Und wir wollten jetzt das ganze Bild sehr dunkel halten. Das ist immer ein bisschen schwierig. Schwarzes Messer, schwarze Taschenlampe, schwarzer Hintergrund, alles schwarz. Irgendwie mit Automatik geht da sowieso gar nichts, sondern das muss man natürlich manuell einstellen. Und wir haben dann ein bisschen rumexperimentiert. Das ist mal jetzt ein Bild, das haben wir mit Blitz gemacht. Da haben wir den Blitz, habe ich in der Hand gehalten und habe versucht, dieser Griff ist ja relativ rau. Wir haben versucht, ein Licht von der Seite kommen zu lassen, weil wenn Licht von der Seite kommt, betont ihr Rauheiten. Gerade bei Haut so, das will man manchmal, so ein Charakter-Männergesicht, bei Frauen will man das gerade nicht. Wenn von der Seite betont halt Falten und in dem Fall den rauen Griff. So richtig gefallen hat uns das aber alles nicht. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben Langzeitbelichtung gemacht. Das ist das Bild. 10 Sekunden. Und dann mit der kleinen Taschenlampe sehr nah dran und nur das Messer beleuchtet. Ja, das ist dieses Light Painting, Lichtmalen. Da muss man ein bisschen Übung haben, das muss man auch ein paar Mal versuchen. Und der Tipp wäre, erstmal ohne zu malen, die richtige Belichtungszeit finden. In dem Fall haben wir uns eben auf 10 Sekunden geeinigt und gesagt, okay, jetzt ist das Bild dunkel. Wir haben aber ganz, ganz ein bisschen Licht, es war noch nicht ganz dunkel hier. Wir haben noch ein ganz ein bisschen Licht, dass man im Hintergrund noch was sieht, gerade bei diesem Bild mit der Uhr. Wir wollten die Uhr sehen. Das Messer soll aber irgendwie beleuchtet sein. Die Uhr leuchtet und das Messer soll natürlich auch beleuchtet sein. Das leuchtet nicht von sich aus. Dann haben wir also 10 Sekunden, bis das gestimmt hat mit der Uhr und haben dann mit der Taschenlampe quasi nur das Messer angemalt. Ein paar Versuche und das ist jetzt das, was mir gefällt. Das finde ich gut. Ja, da habe ich Freude dran. Also es muss ja nicht immer blitzen sein. Das war jetzt ein typisches Beispiel, wo man mit dem Blitz, ja, das kriegt man einfach nicht präzise genug hin oder da ist man so lange am Fummeln. Das ist viel einfacher, Taschenlampe zu nehmen, lange zu belichten und einfach mal anzumalen. Das ist vielleicht noch eine interessante Übung, so ein bisschen als Horizonterweiterung. Okay. Dann haben wir noch dieses Bild gemacht. Da haben wir mein iPad genommen. Da haben wir einfach ein Hintergrundbild gesucht. Irgendwie, das ist so ein sehr technisches Messer. Er hat es mir erklärt, warum das technisch ist, halt spezieller Stahl und so weiter. So ein Messerfreak, der weiß ja denn genau, was damit auf sich hat. Es war wirklich spannend, das ist mal so zu hören. Ich habe mir das aber ehrlich gesagt nicht alles gemerkt. Aber eben, das ist ein technisches Messer und deswegen haben wir gesagt, wir wollen einen technischen Hintergrund, also ein iPad. Und dann halt diese Zahnräder. Und die haben so leicht bläulich, man sieht das, die sind ein bisschen leicht bläulich. Auch unscharf, also das Bild ist eigentlich wirklich ein kleines Bild, einfach gegoogelt. Das ist auf dem iPad jetzt vergrößert, unscharf durch die Tiefenschärfe. Gibt aber, finde ich, einen sehr coolen Hintergrund. Also, und das iPad selbst spiegelt. Und das haben wir mit der Tageslichtlampe gemacht. Auch das als Anstoß. Das ist die Videolampe von Valimax, die ich sonst immer nehme, zum Videofilmen halt. Die hatte ich gestern auch an zum Videofilmen. Und dann haben wir die einfach mal hier hingestellt. Genauso kann man das natürlich machen, indem man das Ganze ans Fenster stellt. Also das sind jetzt typische Sachen, die muss man nicht zwingend blitzen, aber es ist eine sehr, sehr gute Übung zum Blitzen. Oder halt, um mal so eine Tageslichtlampe zu benutzen, wenn ihr die mal habt, besorgt euch sowas mal, ladet euch sowas vielleicht mal aus oder nehmt halt mal eine Halogenlampe, die ihr irgendwie zu Hause rumstehen habt. Ich habe zum Beispiel vom IKEA, gibt es so Lampen, die habe ich bei mir am Nachttisch stehen. So ein dünner, beweglicher Arm mit einer kleinen LED-Lampe dran, irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro, 15 Euro. Die ist halt unheimlich flexibel durch diesen Arm. Da habe ich 2 Stück von und hin und wieder nehme ich die mal für Produktfotografie, weil ich das halt eben ganz gezielt so beleuchten kann. Allerdings sehr selten, weil ich natürlich viel mehr Spaß habe, Blitz zu nehmen. Aber häufig kann man für sowas eben auch Lampen nehmen. So, das war das Thema Produktfotografie Messer. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ich hoffe, das war mal einfach mal was anderes. Es kommt jetzt noch der Exkurs mit der Kompaktkamera. Wir haben noch ein paar andere Themen, aber das ist jetzt vielleicht mal was, was ein bisschen ungewöhnlicher ist, was auch ein bisschen zumindest die meisten von euch sind ja Männer und irgendwie Messer und Männer, also Männer mögen ja Messer irgendwie und so. Nehmt euch mal ein Messer und fotografiert das mal. Und eben nochmal, versucht die Klinge reflektieren zu lassen. Das Messer so beleuchten, wie ihr es haben wollt, überlegt euch vor, wie ihr das haben wollt und dann nehmt einen zweiten Blitz, wenn ihr das habt oder halt einen Reflektor oder wie auch immer. Oder macht 2 Bilder, Photoshop die dann zusammen, wie man eben die Klinge zum Leuchten bringt. Weil das ist eine super Übung, deswegen eine super Übung. Die braucht ihr zum Beispiel auch, wenn ihr Brillenträger fotografiert. Genau dasselbe Prinzip, nur umgekehrt. Da will ich eben nicht den Glanz drauf haben. Wie muss ich einen Brillenträger fotografieren? Das Thema haben wir noch. Es gibt dazu aber auch schon ein Video von mir. Also das Thema ist natürlich wichtig. Wie fotografiere ich einen Brillenträger, dass die Brille eben nicht so doll leuchtet, reflektiert?
Okay, selbe Schema. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ihr müsst irgendwas bewegen, damit das Licht nicht in dem Winkel kommt. Beziehungsweise in dem Fall müsst ihr es so hinstellen, dass es im richtigen Winkel kommt. Okay? Also, ich hoffe, das war spannend und dann sehen wir uns gleich noch schnell bei der Kompaktkamera und dann natürlich im nächsten Video. Bis gleich. So, jetzt haben wir das noch schnell ausprobiert. Und zwar habe ich hier die Canon, die PowerShot S110. Nicht meine Sony, ich muss ja nicht immer meine Kameras nehmen. Die gehört dem Ingo, er ist da happy mit. Sehr klein, sehr günstig. Also die, nicht die aktuelle, sondern das ist halt die, was ist denn das, welche Version? Die S110. Finde ich, hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ist wirklich klein, die ist spottbillig inzwischen, weil es einen Nachfolger gibt. Und also sehr fair bepreist, so muss ich sagen. Hat einen relativ guten Chip, hat 1000 Funktionen. Und die kann eben auch meine Blitze auslösen. Das Einzige, was ich jetzt verändert habe, ist, ich habe beide auf S1 gestellt. Und ich habe hier den Blitz auf minimale Leistung gemacht. Und das ist schon alles. Und dann kann ich hier genau dasselbe nochmal machen. Es werden beide Blitze ausgelöst. Ich habe hier dasselbe eingestellt. Was habe ich jetzt hier eingestellt? Das ist gar, stimmt gar nicht, ich lüge. Bei jeder Kamera was anderes. Ist ja wurscht. Also ich habe hier 6.1 und eben hatte ich 7.1 an der großen Canon. Das spielt ja gar keine Rolle. Wichtig ist, den Blitz sehr weit runter zu machen. Und ich kann jetzt hier noch versuchen, den so ein bisschen zu dämpfen. Mal gucken, ob das geht. Genau. Wenn ich da noch quasi die Hand vorhalte für den Blitz, dass der eben aus der kurzen Entfernung nicht auch noch drauf hält, sonst habe ich den halt ein bisschen drauf. Weil ich kann den, der hat ja keinen Commander-Modus, zumindest wüsste ich nicht wie. Bei der Fuji zum Beispiel könnte ich in den Commander-Modus gehen und das genau so auslösen. Oder eben, das haben wir ja in dem Heimstudio-Tutorial, da haben wir es gesehen, die verschiedenen Möglichkeiten, Kameras auszulösen, Blitze auszulösen, meine ich. Hiermit sehr, sehr einfach. Blitz anmachen, minimale Leistung des Blitzes, manueller Modus, das einstellen, was ihr haben wollt. That's it. Ja. Der hat ja auch einen Raw-Modus. Deswegen muss ich mir keine Sorgen machen um White Balance. Ich habe jetzt mal eingestellt wolkig, weil es einen schönen warmen gelben Ton gibt. Aber wie gesagt, das kann ich im Lightroom ja nachher beliebig umstellen. Also, Kompaktkameras, ja, es muss nicht immer eine Spiegelreflex sein.